Hallo Leute und herzlich willkommen hier zu den Schlotternächten 2019. Ja, wir sehen schon, wir sind hier in Unterstadt. Und ich habe so eine geile Maske auf, Kappa. Und ich schwitze hier hart runter. Hier geht's krass ab in Unterstadt. Und das erste, was ihr hier in Unterstadt auch schon seht, sind ganz viele Kürbisse und neue Händler. Wenn bei euch Unterstadt vergiftet ist, dann könnt ihr es hier bei Zidormi wieder richtig machen. Die steht hier, sieht man hier auf der Map. Die Schlotternächte finden, wie gesagt, in Unterstadt bei der Horde statt und bei der Allianz im Sturmwind, vor Sturmwind. Und ja, hier könnt ihr entspannt die Dailies annehmen. Und da seht ihr auch schon, die Hauptwährung ist süßes Saures. Und das sind halt hier so Quests, das sind Daily-Quests, die sind selbsterklärend, könnt ihr halt erledigen für süßes oder saures. Und solltet ihr auch erledigen, wenn ihr alles hier bei den Schlotternächten-Event machen wollt. Hier könnt ihr, wie gesagt, die Dailies machen, dann gibt es Süßes oder Saures. Und Süßes oder Saures könnt ihr dann hier ganz entspannt einlösen. Hier könnt ihr einerseits Pets kaufen. Ja, sehe ich nicht so gut hier gerade alles. Und dieser Shit hier ist nur Kosmetik, das braucht ihr nicht. Aber die Pets sind halt ganz nützlich für Erfolge und Co. Maskenverkäufer braucht ihr halt auch nicht unbedingt, aber wie schon gesagt, wenn ihr die Erfolge machen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall auch da euch die Masken kaufen. Irgendwo ist ja hier der Maskenerfolg, ich glaube das hier oder das. Und ja, ihr seht schon, ich habe schon alle Erfolge, aber wenn ihr hier Erfolge machen wollt, das ist auch mit so das Hauptevent bei diesen Schlotternächten, dass man einfach alle Erfolge haben will. Wenn man das überhaupt macht. Weil Items gibt es ja nicht groß. Gut, klar, es gibt beim kopflosen Reiter, könnt ihr euch hier anmelden. Gibt es halt pro Tag hier diesen gefüllten Kürbis. Wenn er episch ist, dann kann da auch ein Mount drinne sein. Das ist hier das kopflose Reiter-Mount. Das habe ich schon. Wenn der Kürbis hier bei euch nicht episch ist, dann wird auch nicht das Mount drinne sein, worauf ich hier gerade rumreite. Deswegen, ja, farmt euch auf jeden Fall entspannt das Mount. Es dauert ein bisschen. Ich glaube, ich habe über 200 Versuche gebraucht. Habe es dann aber letztes Jahr intensiv gefarmt und dann dementsprechend auch den Erfolg bekommen. Oder beziehungsweise die Heldentat, weil es gibt ja keine Erfolgspunkte für das Mount. Und ja, ansonsten gibt es hier noch die Zauberstäbe. Die sind auch für den Erfolg und wenn man den Spaß haben will mit seinen Freunden, kann man die auch nutzen. Und hier ist eigentlich der Haupthändler, der verkauft so Kostüme. Dann seht ihr wie der Lichtkönig aus, wie Grommash, wie Todesschwinge, wie Zavius. Hier, das braucht man halt auch wieder für Erfolge, unter anderem den Zahnstocher. Und hier haben wir dann das Spielzeug. Die habe ich schon alle, die will man halt auch kaufen für Erfolge, ja, und für Sammler halt. Seht, es kostet schon einiges an Süß oder Saures, deswegen musst du jeden Tag die Dailies auch mal machen, die hier leuchten. Und das hier ist, glaube ich, auch die Hauptquest. Die könnt ihr dann nur einmal erledigen pro Char, pro Jahr. Das ist eigentlich schon alles. So gut wie. Kann euch noch kurz als Tipp geben. Der schnellste Weg, um an Süßes oder Saures zu kommen, was ihr hier auch braucht, was die Hauptwährung ist für Spielzeuge und so weiter. Ist ganz klar, ihr fliegt durch die ganze Welt und macht hier diese Erfolge. Weil in jedem Gasthaus steht so ein Eimer mit Süßigkeiten rum. Und ja, da müsst ihr halt alles abfliegen. Das könnt ihr nur einmal pro Jahr. Also einmalig könnte ich jetzt zum Beispiel hier irgendwo was looten im Gasthaus mit diesem Char. Und dann ist das auch weg erstmal für dieses Jahr. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach Prill fliege. Digga, ich sehe nichts. What the fuck? Hier ist Allianz. WTF. Das ist natürlich jetzt unlucky. Und mich ins Gasthaus begebe. Wo ist denn das Gasthaus, Digga? Oh fuck, Alter. Ich bin völlig lost. Okay, hier ist es. Und ja, das könnt ihr halt jetzt abgeben. Und dann ist es für den Char für dieses Jahr, könnt ihr es auch nicht mehr benutzen. Und dementsprechend irgendwann habt ihr halt, wenn ihr alles abfliegt, das dauert aber halt auch ein paar Stunden, mit einem Char, habt ihr dann irgendwann alles abgeflogen und alles fertig. Da müsst ihr im Zweifel auf einen anderen Char umsteigen und
ja, da weiterfahren. Ist aber nicht so schlimm, weil Spielzeuge und so weiter sind ja accountübergreifend, deswegen ja nur als Tipp. Und wie gesagt, das ist auch die schnellste Methode, um an Süßes oder Saures zu kommen, diese ganzen Gasthäuser abzufliegen. Dann gibt's hier noch in Prill und in Goldheim bei der Allianz dieses Event. Ihr seht, das bringt aber nur ein Süßes oder Saures und das lohnt sich nicht wirklich. Da müsst ihr hier Wasser hier holen und dann dementsprechend hier Feuer löschen. Wenn der kopflose Reiter kommt, hier kommt er sogar gerade. Und das ist dann ein Event, das startet alle 20 bis 30 Minuten, da wenn ihr die Quest annehmt, glaube ich. Und ja, dann müsst ihr dann hier ganz entspannt das Feuer löschen. Das könnt ihr aber alleine nicht schaffen. Deswegen ist diese Quest ein bisschen scheiße, wenn man alleine hier ist. Und ja, würde ich euch nicht empfehlen zu machen. Wenn ihr natürlich 5 bis 10 Leute ihr hier rumstehen seht und die das auch machen, dann macht damit. Und helft damit, denn am Ende, wenn ihr es geschafft habt, das Event, wenn ihr alle Feuer gelöscht habt, kommt hier in der Mitte der kopflose Reiter runter, hinterlässt so einen Kürbis und das ist auch eine Daily, könnt ihr annehmen und das gibt dann auch nochmal 4 oder 3 Süßes oder Saures. Und ja, Digga, holy shit, Alter, ich schwitze mir hier hart einen ab. Krieg keine Luft mehr bald. Auf jeden Fall würde ich sagen, das war's auch hier zu den Guide zu den Schlotternächten 2019. Mehr gibt's auch nicht. Einfach alle Quests hier erledigen. Schicken euch auch ein bisschen rum. Ist ein cooles Event, aber wenn man schon alles hat, geht hier nicht mehr so viel ab. Und ja, macht ruhig die Erfolge, wenn ihr Bock habt. Das Wichtigste ist, wie gesagt, das kopflose Reitermount eigentlich. Und das bekommt ihr einfach, wenn ihr euch jeden Tag hier anmeldet und den Shit macht. Und achtet darauf, dass es ein epischer Kürbis ist, weil ich glaube, mit 90er Charakteren ist der nur noch grün und dann kann auch nicht das Mount drin sein. Deswegen würde sagen, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Viel Spaß euren Schlotternächten und haut da rein. Ciao, ciao.